Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Booster Innovation. Und heute bin ich mit Julia, beziehungsweise Dr. Julia Freudenberg. herzlich willkommen, Julia. Danke, dass du dabei bist. Wir werden natürlich über deinen Titel nochmal sprechen, aber dazu ein bisschen später. Danke erstmal, dass du dabei bist. Ich freue mich. Julia. Ich habe ja in deinem LinkedIn-Profil gesehen, da steht Hack the World, a Better Place steht bei dir. Das ist quasi deine ganze Bezeichnung. Also normalerweise, ich glaube sogar bei mir, oh Gottes Willen, jetzt ist mir das peinlich, steht irgendwie CEO von oder sowas, ne? Steht ja immer normalerweise so der, wer bin ich? Und du schreibst Hack the World, a Better Place. Warum steht dieser Satz oder was bedeutet für dich dieser Satz? Im Moment bedeutet er für mich meinen Großteil des beruflichen Lebens sozusagen oder eigentlich meines gesamten Lebens. Weil so diese Idee, etwas wirklich zu wollen, etwas verbessern zu wollen, wenn du weißt, wo du hin willst, findest du einen Weg. Und ich glaube, dass das auch ganz viel tatsächlich so als Kern von Innovation ist. Wenn du denkst, du möchtest etwas ändern und du hast bestimmte Bauklötze da, diese neu zu verbinden und wirklich nach vorne zu bringen, da ist die Sache so viel mehr wert und so viel wichtiger und auch so viel aussagekräftiger als irgendein Titel. Okay, das wäre mal interessant zu überlegen, was irgendwie ich da schreiben könnte. Ich habe tatsächlich jetzt gemerkt, dass mehr Menschen in diesem LinkedIn-Titel dann nicht sozusagen ihre Jobbeschreibung reinschreiben, sondern tatsächlich, was wollen sie auf der Welt bewegen oder warum tun sie das, was sie tun, ne? Das ist mehr so ein bisschen jetzt der Trend geworden. Du bist ja CEO von Hacker School. Wann bist du eigentlich so zum ersten Mal in deinem Leben, zum ersten Mal mit Programmieren und ähnlichem Hacken, Computern in Berührung gekommen? Ich bin tatsächlich in einem etwas ungewöhnlichen Umfeld aufgewachsen. Mein Vater war bei den Zeugen Jehovas, ich war auf der Waldorfschule, wir hatten nicht mal eine Tageszeitung, wir hatten kein Fernsehen. Es war ganz, ganz viel in diesem Modus, du sollst nicht Musik hören, du sollst sie machen. Hat dann damit geendet, dass ich 30 Jahre Geige gespielt habe. Trotzdem war überall eine ganz hohe, direkte Verbindung zum Machen, zum Tun. Also mein Vater war nicht nur Arzt, sondern begnadeter Handwerker. Und der konnte alles zusammenschrauben. Der konnte nach meiner Wahrnehmung damals leicht verklärt wahrscheinlich, der wusste alles. Und genau diese Sachen zu machen und nicht zu sagen, mach das so und so, sondern wie würdest du es denn machen? Hat sich eigentlich auch wirklich in den Bereich der Technik durchgesetzt. Und Waldorfschule, klar, Eurythmie und alles Weitere, aber auch dort haben wir relativ früh mit Turbo Pascal programmiert und dieses Write Line, seinen Taschenrechner zu programmieren, das war da ein direkter Zusammenhang, den ich dann wieder mit nach Hause genommen habe und wo wir dann einfach mal geschaut hatten, wo man sowas letztendlich auch mit einsetzen kann. Also dieses sich an Sachen ranzutrauen und wenn man was nicht kann, das eigentlich eher als Aufforderung zu nehmen, ist einfach mal zu probieren, das hat mich schon sehr, sehr früh erreicht. Okay, und wie bist du dann später, also bist du dann durch dein Erwachsenenumfeld dann auf das Thema Programmieren und dann später ja Hackerschool und so weiter gekommen oder wie kam das? Der Weg zur Hackerschool war auch ein ganz spannender. Ich selbst bin gar keine Informatikerin, ich habe aber einen geheiratet. Was ich besonders gut kann, ist gemeinschaftlichen Mehrwert erkennen und den umzusetzen. Also dieses Getting to Yes, Win-Win-Situation, wirklich Menschen dazu mit abzuholen, das, was sie selber können, so mit anderen Sachen zu kombinieren, dass es den gemeinen Mehrwert steuert, das ist halt tatsächlich das, was mir sehr liegt. Und ich bin in der zweiten Elternzeit tatsächlich 3 Jahre rausgegangen. Ich war bei einem großen Lebensmittelkonzern, weil ich noch meine Doktorarbeit schreiben wollte. Einfach, ich war so neugierig und wollte mir mal diese wissenschaftliche Welt näher angucken und habe dann tatsächlich über die Promotion zur beruflichen Integration von Geflüchteten und Social Entrepreneurship habe ich die Hackerschool kennengelernt.
Und dann gesagt, ja, dann traue ich mich das doch mal. Weil diese Idee, dass wir insbesondere die 21st Century Skills, also die Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts, zu den jungen Menschen bringen und das über so wunderbare Menschen wie meinen Mann, wir sind seit 20 Jahren zusammen, der wird nicht erwachsen. Und das wirklich zu sehen, die spielen nur anders und die spielen so weitsichtig und begeistern tatsächlich sich heute genau wie vor wahrscheinlich 25 Jahren dafür, oh, da ist was Neues, das will ich mir angucken. Diese Idee zu den Kindern zu bringen, da dachte ich dann, das mache ich groß und ich bin mit der Entscheidung unglaublich glücklich. Und wie viel kannst du denn jetzt programmieren? Ich kann es in Grundzügen, wobei das ist immer so eine Sache. Wann kannst du Geige spielen? Gut, wann kannst du Auto fahren? Da machst du einen Führerschein für, ne? Ich könnte tatsächlich auch einen Scratch-Kurs halten. Ich habe auch die Anfänge von Python mir drauf geschafft. Aber das ist etwas, was ich für mich noch wirklich auf meiner Wunschliste habe, wenn die Hackerschool so gut läuft, dass ich 3 Monate rausgehen kann, dann gehe ich zu Neue Fische in Hamburg und mache einen Full Stack. Im Moment sind meine Aufgaben andere und ich glaube, ich kann dieser Idee der Vision, dass jedes Kind einmal programmieren sollte, auf die Weise, was ich jetzt mache, viel besser dienen, als ich es könnte, wenn ich dann wirklich ein bisschen besser programmieren kann. Aber ich will das unbedingt auch noch lernen. Ja, okay, cool. Ich weiß gar nicht, ob, also ich hatte ja, hattest du damals eigentlich schon in der Schule irgendwie Computerunterricht? Weil wir hatten das schon. Wir hatten es, obwohl Waldorfschule tatsächlich auch, also ich möchte gar nicht mehr wissen, auf was für Laptops das dann war oder was für Rechner, es waren natürlich keine Laptops, aber dort haben wir tatsächlich auch mit Turbo Pascal selber in der Schule programmieren können, um einfach mal zu verstehen, was ist denn dahinter und einfach so im Sinne des etwas mündiger, auch was die digitalen Welten anbelangt, zu werden. Weil ich erinnere mich nämlich, dass wir in der Schule, ich weiß nicht mehr, ob das irgendwie 9., 10. Klasse war, haben wir tatsächlich Computerunterricht gehabt und so ein bisschen so die Grundzüge von irgendwie eine Webseite programmieren, die Farben einstellen und so weiter. Aber ich erinnere mich, dass ich das relativ langweilig fand. Deswegen kann ich das irgendwie nachvollziehen, dass man irgendwie versucht, den Kindern, ne, dass es nicht so einfach ist, dass die Kinder dafür zu motivieren. Aber dazu kommen wir tatsächlich gleich. Ich will noch einen kleinen Schritt sozusagen zurückgehen. Du hast gerade erwähnt, dass du ja promoviert hast. Du bist ja Betriebswirtin, hast aber zum etwas anderen Thema promoviert. Wie bist du denn auf dieses Thema überhaupt gekommen? Also du sagst, du warst berufstätig, dann hast du gesagt, ich möchte gerne irgendwie promovieren, ein bisschen die Welt der Wissenschaft kennenlernen. Aber warum dieses Thema? Wie kamst du da drauf? Ja, wie die Jungfrau zum Kinde, ne? Also es war so, ich bin rausgegangen mit der Idee, gut, die Kleine wird bald geboren, ich möchte jetzt eine Promotion schreiben. Und ja, Wirtschaftswissenschaftler, in dem Bereich war ich aktiv, aber ich habe dann gemerkt, dass mich diese ganzen Themen überhaupt nicht angefixt haben. Und wenn mich was begeistert, ich verschlinge Bücher am Stück, aber oh, diese Artikel zu lesen und über irgendwas mit Marktforschung und so weiter. Und dann habe ich einfach gesagt, es hilft nichts, einen zu zwingen. Ich mache jetzt was Vernünftiges und habe mich sehr in der Hilfe der Geflüchteten mit engagiert, wo ich gesehen habe, da war ganz viel Herz, aber ganz wenig Struktur. Und Struktur kann ich, Arbeitsmarkt kann ich. Und dann haben wir ein großes Lebenslaufprojekt aufgesetzt, wo wir in Unterkünfte gegangen sind und dort wirklich Lebensläufe geschrieben haben. So als, ja, als erste Eintrittskarte in den Arbeitsmarkt. Darüber habe ich die Hackerschool kennengelernt und auch die Professorin, bei der ich dann an der Leuphana promoviert habe, wo ich dann einfach nur gesagt habe, wow, das ist doch ein richtig cooler Ansatz, wenn wir diesen Menschen in den Arbeitsmarkt helfen wollen. Ja, kann auch Entrepreneurship, eine Selbstständigkeit, eine Möglichkeit sein. Und Social Entrepreneurship, Refugee Entrepreneurship oder die Kombi aus beiden, das ist ein ziemlich harter Angang. Und das hat mich fasziniert, das hat mich wirklich begeistert. Und ja, darüber habe ich eben auch die Hackerschool kennengelernt und bin dann tatsächlich in dem Bereich gelandet. Das ist nach meiner Einschätzung der ganz große Vorteil an Betriebswirtschaftslehre. Damit hast du eine ganz breite Grundlage und kannst wahnsinnig viel damit machen, weil du die Zusammenhänge verstehst. Und ja, da habe ich dann drauf aufgesetzt. Okay, jetzt kommen wir so ein bisschen mehr auf die Hackerschool zu sprechen. Du hast in einem Interview vor einem Jahr gesagt, dass eben kritisches Denken eben, also dass die Kinder lernen müssen, eben
kritisch zu denken, weil das gehört im Prinzip zu Digitalisierung dazu und das ist das, was auch Skills, dieses kritische Denken, ist eine der wichtigsten Skills für die Zukunft. So hast du das, glaube ich, mehr oder weniger ausgedrückt. Wie erlebst du das bei den Kindern jetzt in der Hacker School? Also wie schwer ist das die für dieses, ja gut, kritische Denken, es muss ja auch gelernt sein, motivieren, beziehungsweise für das Programmieren, wie motiviert ihr, wie schwer ist das? Für mich ist das kritische Denken immer ein Teil der 21st Century Skills. Also diese Kernidee dahinter ist ja, dass wirklich Kreativität, Kommunikation, Kollaboration und kritisches Denken den Kern der Fähigkeiten ausmacht, die die Kinder brauchen, um in der zukünftigen Welt, auch in der jetzigen, zu bestehen. Und ich habe den Eindruck, dass wir teilweise den Fehler machen, das eigenständige Denken den Kindern abzutrainieren. Wir geben ihnen eine Aufgabe und sagen, so musst du das lösen. Anstatt zu sagen, wow, hier ist eine Herausforderung. Wie würdest du denn dran gehen? Und auch wirklich zu sagen, die Welt wird so komplex, es kriegt keiner alleine mehr wirklich hin. Und auch dazu sagen, sich selber zu hinterfragen und auch das Fehler machen als ein unglaubliches Geschenk, als einen Mehrwert zu erleben, weil über einen Fehler kann ich Annahmen falsifizieren. Also ich muss hier immer an etwas rangehen und sagen, okay, wie würde ich das abwägen, wie würde ich es machen? Und ich sehe halt eben auch bei der Hacker School, da waren Annahmen drin, die haben sich nicht bewahrheitet. Aber dadurch, dass wir eben den Fokus darauf setzen, so früh wie möglich Prototyping zu machen und so früh wie möglich zu fallen, Fehler zu machen, es dadurch zu verbessern, das ist der einzige Weg, wie du wirklich einen Piloten so aufsetzen kannst, dass du hinterher eine realistische Chance hast, dass das Ding groß wird. Und genau dieses Vertrauen in das eigene Denken und dieses Wissen, das kann sein, dass du falsche Annahmen triffst. Aber finde es heraus, überprüf das und feier dich für jeden Fehler, den du machst, wenn er nicht so dämlich war, dass du hinterher sagst, boah, da hätte ich nur einmal denken müssen. Wirklich das mit aufzunehmen, da bin ich ein ganz, ganz großer Fan von. Also nicht Kindern alle Probleme aus dem Weg räumen, dann lernen sie nicht zu fliegen. Das ist genau wie du. Es gibt so ein schönes Bild, was ich auch selber einmal gesehen habe. Wenn ein Schmetterling sich aus dem Kokon rausquält und rauskämpft, das sieht echt hart aus und du denkst, das wird nicht klappen. Wenn du ihm aber hilfst und den Kokon für ihn aufmachst, wird er sterben, weil genau diese Kraft zu entwickeln ist so wichtig. Und wenn wir das auf die Kinder übertragen, wirklich zu sehen, was sie mit eigenen Aktionen auslösen und wo sie steuern können, dann haben wir nicht nur das kritische Denken, sondern auch viel Kreativität und ein großes Selbstvertrauen. Wow, das ist echt ein schönes Bild mit dem Schmetterling. Man muss aber dazu sagen, das ist natürlich schön, wenn es die Hacker School gibt. Es ist natürlich auch hilfreich, wenn Eltern was dafür tun, dass die Kinder für solche Sachen zu begeistern und dieses kritische Denken anzulernen. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass sie ja sehr, sehr viel Zeit eben in der Schule verbringen und die Schule ja denen ja auch gewisse Sachen ja auch beibringen muss und auch tut. Wie kann man denn oder wie denkst du, was können Schulen tun? Ich weiß ja, dass ihr auch viele Projekte auch mit den Schulen macht. Was können Schulen noch mehr tun, um eben die Kinder zu unterstützen? Ich spreche jetzt egal, wir werden gleich auch nochmal über Mädchen, Jungs und sowas sprechen, aber wie können sie insgesamt die Kinder motivieren, zum Beispiel zu programmieren, zum Beispiel mehr kritisches Denken, Kreativität zu entfalten? Die Schule, insbesondere das deutsche Schulsystem, kommt ursprünglich aus der Zeit, wo es darum ging, in Preußen die Kinder von den Feldern zu holen. Ich sage immer ganz gerne ein bisschen spöttisch, in meinem Bekanntenkreis arbeiten nur noch sehr, sehr wenig Kinder auf Feldern. Das ist eine Grundherausforderung, dass die Schule aus einem sehr auf Beständigkeit bewahrend aus diesem Gedanken kommt. Das ist per se nicht falsch, aber die Öffnung der Schule auf die durch die Verkürzung der Innovationszyklen immer schneller werdenden Lebenswirklichkeit, auf die Kinder treffen, das ist eine der ganz, ganz großen Herausforderungen unserer Zeit. Und ich habe das große Glück, wunderbare Schulleiter zu kennen, Schulleiterinnen. Allein die Waldschule in Hatten mit Silke Müller, eine Frau, die als erste Digitalbotschafterin von Niedersachsen nominiert ist, die sich über Ethik im Netz Gedanken macht, die dazu gefragt wird, ist TikTok sicher? Ein Micha Palesche in Karlsruhe mit der Ernst-Reuter-Schule, der hat ein Fach Leben bei sich eingeführt, wo es darum geht,
Wirklich zu gucken, was ist da draußen? Ich sage immer verkürzt, der setzt Fünftklässler ohne Handy in der Stadt aus und den sollen sie mal zurückfinden. Das ist plakativ und er sagt immer, das stimmt so gar nicht. Aber die Idee dahinter ist wirklich zu sagen, hey, hier ist eine Situation, geh damit um. Es gibt so tolle Beispiele oder auch das Gymnasium, auf dem mein Sohn ist, die Steffi Weisner, die sagte auch, Hammer, wenn ihr mit dem Programmierkurs in meine Schule kommt, ihr könnt den Kindern was zeigen, was ich überhaupt nicht kann. Und da wirklich diesen Spagat zwischen, wir brauchen auch eine wertebasierte Grundbildung. Ich persönlich hätte Fächer wie Religion und Ethik nicht gebraucht, weil ich aus einem Elternhaus komme, was immer unglaublich stark dort angesetzt hat, wie würdest du selber behandelt werden wollen? Wie möchtest du von anderen gesehen werden? Verhalte ich genauso. Von daher, ich hatte diesen schützenden Rahmen zu Hause. Aber wir dürfen, glaube ich, auch nie vergessen, dass die Erziehung eines Kindes, ja, natürlich macht die Schule auch ganz viel in Sachen Wissen, aber es sind immer noch das Elternhaus, was 2/3 des Einflusses auf ein Kind hat. Die Schule hat 1/3. Und wenn wir das gemeinschaftlich schaffen, eine Schule, die sich öffnet und andere Bildungsorte des lebenslangen Lernens nicht als Bedrohung wahrnimmt, sondern als Bereicherung, und ein Elternhaus, was die Schule mit Wertschätzung unterstützt und auch dann die Möglichkeit nutzt, die auch so ein Homeschooling bietet. Also ich muss sagen, wir haben hier, glaube ich, irgendwas auch richtig gemacht. Mein Sohn ist jetzt 11, der ist in der 6. Klasse. Und auch in den Lockdowns, der hatte immer Spaß dran, am Mittwoch die gesamte Woche erledigt zu haben. Und der geht auf diesem Gedanken, mach das Zeug weg, geh rein, lern es. Und wenn du es schaffst, im Unterricht mitzulernen und die Sachen für dich interessant zu finden, dann brauchst du nicht für eine Arbeit zu pauken, dann weißt du es sowieso. Und das sind so die Ansätze, die insbesondere ich versuche, mit den Kindern auch zu erarbeiten, zu gucken, es ist egal, wenn die Klausur nicht so gut gelaufen hat, ist, woran hat's gelegen? Warum hast du die Punkte nicht mitgenommen? Wie könntest du es besser machen? Was lernst du für dich? Und das so zu verbinden, es positiv zu sehen, es als Herausforderung zu begreifen, dann, glaube ich, können die Kinder dem System Schule auch viel mehr abgewinnen, als wenn die Eltern die eigenen Grundängste, die sie immer schon hatten, auf die Kinder übertragen. Mm. Okay. Und ein letzter Aspekt, du legst ja sehr, sehr viel Wert darauf, oder ihr auch als Hacker School insgesamt, dass eben gerade Mädchen, die ja, wissen wir ja von der Gesellschaft, so, ach, das ist ja keine Mädchensache, Programmieren und Computer sowieso nicht und Mathe sowieso nicht und Naturwissenschaften, wie schafft ihr das da, eben die Mädchen dafür zu begeistern, damit mit reinzuholen? Ich glaube, dass wir hier in Deutschland schon seit Ewigkeiten auf sehr, sehr alt hergebrachten Stereotypen arbeiten und Rollenbildern. Und ich hatte neulich eine schöne Werbung gelesen von einem Baumarkt: Wenn jetzt ein Mann Bundeskanzlerin werden kann, dann kannst du auch dein Bart reparieren. Also diese Idee dahinter, die ist toll. Also ich glaube, dass wir hier in Deutschland tatsächlich eine etwas herausfordernde Luxussituation haben. Man kann hier mit jedem Beruf irgendwie auch durchkommen. Wir sehen im Nahen Osten in einigen Bereichen, dass die Länder ganz andere Quoten für Frauen in MINT haben, weil die wissen, das ist ihr Ticket in die Zukunft. Dass sie eben halt selber denken, dass sie selber machen, dass sie wirklich Verantwortung, auch eine benötigte Verantwortung übernehmen können. Und das ist, da wird gar kein so ein großes Geschiss gemacht. Und ich hasse diesen Satz, wenn ich Mütter sagen höre zu ihren Mädels, ach Mäuschen, Mutti konnte auch nicht rechnen. Dann lern es. Es ist nur Mathematik. Und da wirklich reinzusetzen, zieh dich nicht zurück, mach es einfach. Und es ist vielleicht mal unbequem, aber go for it. Ich sehe, dass wir Mädels darüber erreichen können, wenn wir neben dem banalen Programmieren einen Mehrwert haben. Diesen Grund, warum soll ich es machen? Ich sehe bei meinem Mann, der begeistert sich für Technik, einfach nur, weil es neu ist. Oh geil, da blinkt was. Guck mal, ich kann das. Das reicht für Frauen häufig nicht. Und auch für mich ist es so, wenn ich sehe, wow, damit kann ich das und das und das lösen, dann habe ich Lust. Und wenn wir über Nachhaltigkeit reden, über soziales Engagement, aber auch darüber, wie man wirklich zum Beispiel auch im Bereich der Informatik wiederum durch optimierten Stromverbrauch auf Nachhaltigkeit einzahlen kann oder ähnliches, dann sind die Mädels ganz weit mit da vorne.
Und dadurch, dass sie sehr vernetzt denken können, häufig sogar noch den Jungs echt überlegen. Und diesen Schritt ist einfach mal zu machen und sich zu trauen. Da habe ich unglaubliche Freude dran, das wirklich nach vorne zu pushen. Ach toll, toll. Vielleicht noch einen kurzen Satz. Was würdest du einem Team empfehlen, das innovativer sein möchte? Also irgendeine Übung, irgendeine kleine Sache, um ein Team innovativer zu machen? Wow, da bin ich als Teamtrainer gar nicht so der allerkrasseste Ansprechpartner, glaube ich. Aber was ich gelernt habe, ist, dass wenn man alle Blickwinkel mit einbezieht und sich mal den Spaß macht, jeden genau das Gegenteil der eigenen Meinung vertreten zu lassen. Da kommen so spannende Ansätze drauf, weil man eben genau auch in diversen Konstellationen einmal komplett auf die andere Seite denken muss. Und dann überhaupt erst versteht, was häufig wirklich dahinter hängt. Und das gibt eine ganz, ganz große Energie und auch einen wirklichen Schatz an Ideenreichtümern, mit dem man ganz viel machen kann. Oh, das ist eine tolle Übung, tolle Idee. Danke dir, Julia. Dr. Julia Freudenberg, es war mir eine große Freude und eine große Ehre. Danke für deine Zeit, für dein Engagement. Also es ist, ich finde, das ist ein großartiges, wirklich sehr, sehr inspirierendes Projekt. Und ich hoffe, dass noch mehr Kinder fürs Hacken, fürs Programmieren begeistert werden können. Danke dir. Wünsche dir einen schönen Tag noch. Danke. Es war sehr, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht, liebe Kinder. Danke, Julia. Bis dann. Ciao.